Manchmal verändert sich das Leben langsam und unmerklich. Wir bemerken die Scherben nicht, auf denen wir barfüßig laufen. Sie zerschneiden uns die Fußsohlen, doch wir bleiben eisern auf unserem Weg. Die Veränderung kommt mit einem stürmischen Angriff, dem wir nichts entgegenzusetzen wissen. Ein Orkan der Verwüstung, der uns ratlos und verzweifelt zurücklässt. Eins ist in jedem Fall sicher. Wir wissen nicht, ob wir dafür bereit sind. Annette legt ihre Hand auf meinen Oberschenkel und zischt vernehmlich durch die Lippen. Das unterbricht meine unkontrollierten Rotationen und ich komme zur Besinnung. Ich blicke mich um. Man kann vom Wartezimmer aus einen Teil des Therapiebereiches einsehen. Er ist durch eine Glaswand vom Flur getrennt. Es ist möglich, die Vorgänge im Behandlungsraum zu verfolgen und es mutet unwirklich an, dass ich gleich dort sitzen werde. Markus König steht mitten im Leben, als ihn die Diagnose trifft: Leukämie. Mit großer Aufmerksamkeit beobachtet er seitdem sich und seine Umwelt und berichtet mit entwaffnender Ehrlichkeit von seinem Kampf zurück ins Leben. Ein Buch zum Lachen und zum Weinen und über die Kräfte, die uns retten können.